Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Es sind jetzt über 2 Monate in meinem Experiment, in meiner Challenge mit 1000 Euro auf Daytrading zu starten und ich möchte euch eine kurze Zusammenfassung geben. Grundsätzlich zu sagen, ich hatte mir mehr erwartet. Man geht natürlich, man sieht die Gurus auf dem Lamborghini sitzen, man sieht, so wie hier, Pakete an Dollar, man sieht alles Mögliche und glaubt, dass man quasi nur auf den Zug mit aufspringen muss und schon geht es nach oben. Ist leider nicht so. Vielleicht gleich am Anfang das Ergebnis. Wie haben wir den DAX heute? Ich bin mit 1000 Euro gestartet und wenn man schaut, mein Kontostand ist jetzt auf 1080. Das heißt, eigentlich wären es gute 4% pro Monat, was eigentlich gut ist, nur man muss das auch herunterbrechen. Mein Kontostand war schon mal auf knapp 1800 Euro. Hier muss man aber dazu sagen, das ist natürlich bei so einem Kontostand mit hohem Risiko gemacht worden. Und der große Unterschied hier ist ja, wenn wir jetzt zum Beispiel hier den DAX anschauen, man kann ja im kurzfristigen Rahmen handeln, also das sind jetzt 1-Minuten-Kerze, jede Kerze ist 1 Minute. Und wenn ich jetzt das ein bisschen vergrößere, sieht man zum Beispiel hier diese Kerze allein, die hat in 1 Minute so eine große Schwankung gemacht, das wären bei einem Lot gehandelt, wären das gewesen 25 Euro, die hin und her wackeln. Da muss man halt dazu sagen, wenn ich eigentlich maximal 2% bis 3% des Kontostandes riskiere, wäre ich dann natürlich auch schnell wieder ausgestoppt worden. Wenn ich sage, ich steige hier beim Ausbruch ein und es schwingt nach unten, bin ich gleich weg auch. Und das ist auch überleitend ein Punkt, mit dem ich viel Geld gewonnen habe, aber auch viel Geld verloren habe. Und zwar das Scalping, das kurzfristige Handeln. Also gerade jetzt am Anfang will man ja nicht davor sitzen und nichts machen und nur schauen, sondern man will ja auch Knöpfe drücken. Man will kaufen, verkaufen, long gehen, short gehen. Und das ist halt im kurzfristigen Handel eher möglich. Das heißt, ich kaufe hier, verkaufe hier oben wieder und kann dann im Endeffekt sagen, okay, jetzt dreht er um. Das heißt, ich gehe short hier und gehe hier wieder raus. Und jetzt würde ich quasi abwarten und erst wieder hier long gehen und dann oben hier oben wieder rausgehen. Das ist aber, erstens braucht man sehr viel Geduld. Man muss sehr viel am Bildschirm sitzen und es kann auch, entweder man handelt mit kleineren Größen oder es kann auch schnell in die Hose gehen. Hoppla. Zum Beispiel hier habe ich gestern den DAX gehandelt, habe hier oben gewartet, dass er quasi Richtung oben kommt, also den DAX Gold gehandelt. Und habe dann einen Short gemacht und hätte eigentlich erwartet, dass er noch weiter nach unten geht, hat aber dann umgedreht. Also der Einstieg bei mir war erst irgendwo in diesem Bereich, weil diese erste Kerze relativ schnell gegangen ist. Also ich war eher so in dem Bereich, habe einmal laufen lassen und dann ist es aber quasi in die falsche Richtung gelaufen. Ewig lang hat er sich hier in einem Seitwärtskanal bewegt und dann habe ich halt irgendwann einmal meinen Stop gezogen, was halt leider dann negativer Trade war. Genauso auch zum Beispiel hier am Vormittag, wenn man genau in diesem Bereich, es war eine lange Aufwärtsbewegung, die Korrektur hat begonnen nach unten und man macht ja auch viel mit Indikatoren kann man machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier den Indikator anschaue, da gibt es halt
die Stochastik, die zeigt nach unten und normalerweise ist das ja eine solche Bewegung der Stochastik und das heißt, wenn ich hier im übergekauften Bereich, also wenn ich hier in den übergekauften Bereich komme, beim Abwärtsgehen, verkaufe ich und hier oben kaufe ich wieder hoch, kaufe ich wieder, gehe ich wieder long. Aber man sieht auch, ab und zu geht die Kurve so nach unten und auf einmal. Das war halt bei mir genau in diesem Punkt. Das heißt, ich bin eigentlich hier bei dieser Kerze eingestiegen, eine Kerze ist noch runtergegangen und dann ist nach oben geschossen. Aber damit ich mich nicht verzettle, das heißt, das sind nur Beispiele, wie man halt sein Geld schnell verlieren kann. Man kann es schnell gewinnen, aber auch genauso wieder schnell verlieren. Und da muss ich ehrlich sein mit mir selbst, da habe ich halt auch für mich entdeckt, dass ich da noch zu schwach bin, zu erkennen, was wirklich für mich funktioniert. Was gut funktioniert, ist am Vormittag immer die Breakout-Strategie, die geht dreimal gut und zweimal schlecht, aber man nimmt halt quasi meistens, jetzt zum Beispiel heute waren es ungefähr 30, 40 Punkte, die man mitnehmen kann. Oder wir können eh schauen. Man sieht hier, das war der Goldtrade, den ich erwähnt habe, mit 7 Euro. Und hier habe ich aber quasi, der DAX ist einmal kurz vorher, bei der ersten Kerze bin ich früh ausgestoppt worden, aber da habe ich den Stopp nachgezogen ins Plus, quasi eingestiegen. Und nachdem er so hoch gegangen ist, habe ich den Stopp auf die positive Seite gezogen, aber er ist dann wieder zurückgekommen. Und beim zweiten Einstieg habe ich ein paar Ausstiege gemacht zwischendurch. Beim zweiten Mal habe ich halt hier einen Teilverkauf gemacht, hier einen zweiten Teilverkauf und hier habe ich jetzt dann den Rest verkauft, weil ich halt sage, okay, ich warte auf die nächste Bewegung nach oben. Wenn es wieder nach oben geht, dann steige ich wieder neu ein. Aber in Summe eigentlich sind es 34 oder sagen wir 30 bis 25 bis 30 Punkte, die man jeden Tag schön mitnehmen kann. Also theoretisch wäre jetzt dann auch wieder, ich glaube, dass er heute relativ lang nach oben geht. Aber eigentlich wollte ich das dann nur damit sagen, das funktioniert einmal ganz gut, aber das einzelne Handeln funktioniert nicht so gut. Genauso, man hat ja auch verschiedene Zeiten, wann man handelt. Da bin ich auch drauf gekommen. Das ist der zweite große Punkt. Und zwar die Handelszeiten. Am Vormittag, quasi ab 9 bis 10 Uhr, ist eine große Bewegung, also gerade mit der Marktöffnung. Die zweite große Bewegung ist, wenn wir es zum Beispiel hier Tesla anschauen, die zweite große Bewegung findet hier statt, wenn die Eröffnung am amerikanischen Markt ist und das ist quasi immer um 15.30 Uhr. Hier haben wir einerseits bei den Aktien, andererseits natürlich auch allgemein bei den Indexes und Forex etc. eine große Bewegung. Und was ich gemerkt habe für mich, ist, dass der Aktienhandel, hier habe ich viel Gewinn gemacht, aber umso mehr Verlust. Weil man, wenn ich es hier anschaue, schaut es gestern ein wenig weniger aus mit 1,6%, aber wenn ich hier zurückgehe, was Pre-Market-Sprünge sind, dann die ersten paar Minuten 2% hoch, die nächsten Minuten wieder 2,8% Retour. Das ist eine extrem hohe Bewegung innerhalb von kurzer Zeit, weil wenn ich in Prozent das vergleiche heute Morgen, das waren 0,3% beim DAX. Also nicht so viel. Und ich handle hier ja CFDs und hier fehlen mir einige Informationen. Und da komme ich zum dritten Punkt. Also erster Punkt, Scalping, kurzfristiger Handel, viel Gewinn, viel Verlust. Zweiter Punkt, die Handelszeiten. Und der dritte Punkt ist Informationen bzw. Nebengeräusche. Mit Nebengeräusche meine ich, ich habe mit Scalping begonnen, habe hier Breakout-Strategie versucht, habe mich bei Forex versucht, amerikanische Indexes, Gold,
Aktien wie Tesla, aber auch quasi, man kann nachschauen, man sieht zum Beispiel hier den Gap, das ist der Pre-Market Move, das heißt, wenn nach der Handelszeit irgendwelche Informationen kommen oder Quartalszahlen, dann bewegt sich ja der Markt ja vorher schon und beim Eröffnen, dann macht er noch einmal eine kräftigere Bewegung und das sind alles Dinge, wo man viele Informationen noch braucht und sich einlesen muss. Das heißt, wenn man beginnt mit dem Handel, dann springt man natürlich von A nach B nach C, aber in Wirklichkeit sollte man sich auf einen Punkt konzentrieren, um dort seine Sicherheit zu bekommen. Das funktioniert aber nur dann, wenn man einmal weiß, was einem mehr liegt und gerade am Anfang probiert man dann im Endeffekt alles aus und darum gewinnt man bei einem Bereich ein bisschen was, verliert aber beim anderen Bereich wieder mehr und das ist halt auch die extreme Schwierigkeit. Was ich halt auch sehe, was ich vorher beim Informationsfluss gemeint habe, ich handle bei den Aktien CFDs, das heißt, das ist ja ein Contract for Difference, also ich kaufe nicht wirklich die Aktien, sondern ich, wenn ich hier als quasi 1,5% Differenz ist, dann habe ich quasi einen Contract, einen Vertrag auf die Differenz, die ich eröffne und wieder schließe. Und was ich halt hier nicht habe, hier unten wäre das theoretische Volumen, aber das ist nur das Volumen von meinem Anbieter, also bei mir ist das Admiral Markets. Und was mir hier natürlich bei Informationen fehlt, ist, wo die Orders liegen. Also wenn man sich das ein bisschen anschaut, da wäre dann noch Level 2, da sieht man, welche Buy- und Sell-Orders reinkommen. Dann gibt es so eine Art Heatmap, wo man zum Beispiel sieht, hier ist ein Block an Kauforders, hier ist ein Block an Sell-Orders, wie viele Buy und Sell sind überall drinnen und da kann man halt ein bisschen mehr damit spekulieren. Weil wenn ich zum Beispiel weiß, dass hier eine extrem große Order von, sagen wir nur Beispiel, 1000 Aktien als Buy drinnen sind, dann werde ich in diesem Bereich keinen Short mehr eingehen, sondern wenn der Kurs dann wirklich hier dreht, dann weiß ich, okay, hier sitzt ein Großer, der was immer wieder einkauft und verteidigt. Aber das sind halt auch Punkte, das geht so in die Tiefe, das merkt man natürlich erst auch jetzt, wenn ich euch das also erzähle, dass man hier einfach dann sagen muss, okay, ich mache keinen Forex, ich mache keinen Indizhandel, sondern ich stürze mich auf Aktien und dort aber dann halt wirklich im Detail. Aktien, was ich persönlich gesehen habe, ist der große Vorteil, dass halt die Bewegungen, so extreme, große Bewegungen kommen. Funktioniert natürlich auch nur bei manchen Aktien, die gut gehandelt werden, wo viele Käufer und Verkäufer sind. Weil ich war zum Beispiel bei einer Aktie drinnen, da hat es dann auf einmal keine Bewegung mehr gegeben, weil hier sind, bei Tesla sind ja quasi in einer Minute hat man ja 10.000 Buyer und Seller. Bei einer anderen Aktie können das aber quasi nur 100 Stück Aktien sein, die was gekauft und verkauft werden. Dann bewegt sich auf einmal der Kurs nicht. Der macht halt quasi die News und dann ist er wieder weg. Und das ist natürlich auch dann zum Beispiel für die Informationen noch ein zusätzlicher Punkt, der vor kurzem relativ interessant war. Unser Kollege in Amerika, der gerne auf Twitter unterwegs ist, hat zum Beispiel hier am 6. Oktober gesagt, dass er die Stimulus, also die Zuschüsse, die Verhandlung mit den Demokraten abbricht. Und wenn ich hier auf den Markt schaue, könnt ihr raten, wann das war. Also das war genau hier. Und da ist halt der Kurs einmal gleich von 3.400 auf 3.300 eingebrochen. Und in Deutschland beim DAX, ist dieser Bereich, ist auch wieder komplett eingebrochen. Gold am 6. Oktober ist sogar noch stärker eingebrochen. Das sind einfach Punkte, aber auch zum Beispiel, weil das Tesla hier, sieht man nicht. Aber das sind halt Punkte, da sieht man, das ist wieder was. Da muss man halt schauen, ich muss nicht nur wissen, wie sich der Kurs zusammensetzt, ich muss nicht nur wissen, wie das Forex geht oder Aktien gehen oder
Indizes funktionieren. Auf einmal kommt ein Tweet eines, sei dahingestellt, und der Kurs fährt komplett in die andere Richtung. Genauso, warum ich diese Seite hier oben gehabt habe. News sind auch, also quasi die Wirtschaftsnachrichten. Das kann man zum Beispiel hier schön schauen. Hier gibt es verschiedene Sachen. Es gibt ECB, macht einer eine Rede. Vor kurzem, wie ich begonnen habe, war eine Rede von Paul von der Fed. Da ist der Kurs hochgegangen um 2%, runter um 4% und wieder hoch um 2%. Wenn man das nicht weiß, dass jetzt was passiert, etwas Größeres, dann ist der Stopp sofort gezogen. Wenn man das weiß, kann man es vielleicht handeln, ist aber dann wieder eine eigene Art, wo man dann wieder sagen muss, okay, ich gehe und handle News, aber es ist halt nicht viel einfacher. Aber damit will ich euch eigentlich nur sagen, um es auf den Punkt zu bringen, bei meinen Experimenten an der Börse habe ich gesehen, dass wir einerseits wissen sollen, was wir handeln, nur kurze Bewegungen oder lange Bewegungen. Der zweite Punkt, der Zeitaufwand ist extrem, in welchem Zeitbereich will ich handeln, also am Vormittag oder am Nachmittag. Und das bringt eine kleine Überleitung auch, was ich zuerst nicht erwähnt habe. Oder ist es vielleicht doch besser, am Abend sich hinzusetzen und zu sagen, okay, ich schaue mir den Stundenchart an, gehe hier hinein. Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ich kann auch sagen, Gold hat zum Beispiel hier zweimal ein Double Bottom gemacht und wird halt dann quasi langfristig hier nach oben gehen und mache halt dann, nachdem er hier über einen Widerstandsbereich ausgebrochen ist, mache ich einen Long und lasse das Ganze laufen, bis halt dann eine News kommt vom Trump, der quasi wieder alles zerstört. Aber im Endeffekt, wenn ich hier long gegangen bin, dann hätte ich wahrscheinlich meinen Stopp schon nachgezogen. Also der Stopp vorher ein wenig weiter. Und wenn ich dann ein bisschen hoch bin, dann setze ich den Stopp einmal her. Und je höher, dass ich gehe, ziehe ich den Stopp nach. Das heißt, ich hätte dann wenigstens von hier nach hier den Gewinn hätte ich mitnehmen können. Das war zweiter Punkt, Zeit. Also nicht nur Scalping, gerade als Anfänger wahrscheinlich besser, sich langfristige Kurse anzusehen. Was zum Beispiel bei Währungspaaren oder so noch einfacher funktioniert auch. Der dritte Punkt, wie gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir handeln können. Das habe ich ja quasi wieder erweitert vom Scalping im Minutenbereich auf Stunden, auf Tage, auf Intraday, das ist quasi nur dem einzelnen Tag handeln. Also da gibt es einfach so viele Bereiche, wo man viel machen kann. Und natürlich viel Informationen und Energie hineinstecken, also Informationen sich holen muss und Energie reinstecken, dass man einen gewissen Bereich einmal wenigstens einleitend abarbeitet, um dann zu erkennen, dass es nichts ist oder doch etwas ist für einen. Und zusammenfassend nochmal für mich jetzt, mein Experiment ist mit 4% pro Tag, also pro Monat, besser wie die Bank, aber schlechter wie erwartet. Trotzdem besser wie viele voraussagen, denn gerade an der Börse heißt es ja, dass ein Großteil eher das Geld verliert und gerade am Anfang. Darum, ich handle schon live, würde aber jedem raten, lieber ein Demokonto zu machen. Da gibt's von Admiral Markets unten einen Link. Dann macht ihr gratis Demokonto, könnt aber trotzdem auf den echten Kursen handeln. Und für mich jetzt langfristig gesehen, was ich erkannt habe, ist, ich werde versuchen, jetzt aus dem kurzfristigen Handel ein bisschen wegzugehen, weil ich mir da einerseits Zeit spare, weil ich nicht mehr so lange vor dem Bildschirm sitzen muss und den kurzen Kurs verfolgen, weil es ist ja auch
nervenaufreibend, ist blöd gesagt, aber es ist ja auch, ich muss ja den Einstieg haben, warte ja quasi nur ein paar Minuten ab oder nur eine Minute, Stopp nachziehen, Ausstieg suchen und dann bin ich ja nicht fertig, sondern dann warte ich ja, was tut sich jetzt hier? Hier tut sich zum Beispiel heute ist gerade überhaupt nichts. Ich bin hier in einem Bereich, wo es nur so hin und her geht. Ich könnte jetzt versuchen, dass ich sage, okay, ich mache Kauf, Verkaufe und gehe gleich wieder raus. Aber bei so einem Chartverhalten, wie es hier vorher war, kann ich ja nicht wissen, dass es das zwei Kerzen weiter runter geht. Es hätte genauso sein können, wenn wir das vielleicht umschalten, dass es das die ganze Zeit nur kurze Bewegungen hoch runter geht. Und dann bin ich natürlich zeitlich gebunden, dass ich sage, jetzt muss ich warten und sage mir zum Beispiel, okay, dieser Bereich, wenn er dann jetzt nach oben oder nach unten ausbricht, dann handle ich wieder mit. Und da sitze ich aber jetzt dann seit meinem Ausstieg, sitze ich jetzt schon eine halbe Stunde davor und suche hier den neuen Einstieg. Und daher versuche ich in der Zukunft ein bisschen längerfristige Trades zu machen. Bringt mich natürlich auch dazu, dass ich für mich gesehen habe, es ist interessant, ich habe viel gelernt, ich habe Gott sei Dank kein Geld verloren und sehe es als persönliche Entwicklung, mehr Verständnis für die Börse zu bekommen und langfristig bessere Entscheidungen treffen zu können, weil man natürlich auch dann allgemein für seine anderen Anlageformen, da gehen wir vielleicht nochmal zu Tesla zurück, besser agieren kann. Zum Beispiel Tesla. Tesla hat ja einen Aktiensplit gemacht in diesem Bereich, angekündigt, da ist er da hochgegangen, danach auch noch und dann wieder runter. Und das bewegt er sich gerade in so einem Bereich. Und hier sind nur kleine Punkte, die man gelernt hat mit oder die ich gelernt habe von der Börse mit Trendlinien erstellen, Widerstände, wo er quasi wirklich die Trendlinie immer wieder angeht, beziehungsweise was man hier in den Cyanfarben sieht, sind verschiedene Mittelwerte, also 200 Tage, 500, 50, 20 Tage, die auch quasi wieder als Widerstand funktionieren, wo der Kurs daran abprallt und wieder hochgeht. Und wenn ich zum Beispiel jetzt nicht im Daytrading bin, sondern mein Portfolio mit ETFs oder Aktien fülle, dann habe ich quasi jetzt auch schon ein bisschen mehr Verständnis bekommen, wann ich wirklich den Kauf tätigen soll und dass zum Beispiel es eine Standardfunktion des Marktes ist, dass er eine Aufwärtsbewegung hat, eine Korrektur, Aufwärtsbewegung, Korrektur. Also dass man zum Beispiel gerade diese Korrekturen kaufen kann, wie weit die Korrekturen gehen, da gibt es zum Beispiel auch so Retracements vom Fibonacci, das ist quasi so also, mathematisch Naturgesetzmögliches, wo man quasi bis nach oben geht und sagt, wohin geht das Retracement runter, auf wo dreht es wieder um. Und viele solche Sachen. Also ich habe viel gelernt und sehe für mich quasi einen großen Gewinn daraus, auch wenn er monetär nicht da ist. Und was ich natürlich auch gelernt habe, dass ich gleich am Anfang gesagt habe, ist das, dass ich nichts weiß, weil ich doch auch entdeckt habe, dass sehr, sehr viel noch offene Punkte für mich da sind, wo ich lernen muss und mich in den Bereichen in der Tiefe noch verbessern muss. Trotzdem, das habe ich auch in einem meiner einleitenden Videos zur Daytrading Challenge gesagt, warum ich das Ganze mache. Ich würde es jedem empfehlen, am besten eben mit einem Demokonto, ohne Geld zu verlieren, aber einfach auch ein Verständnis für die Börse zu bekommen, warum überhaupt der Preis hochgeht, wieso sich so eine Kerze am Preis hoch runter bildet und wie sich der Markt verhält und auch zum Beispiel bei den News, wie wir waren, vom Trump,
es gibt ja nach unten gebrochen, gibt es ja auch die News, einfach ein Gerücht über eine Firma, warum der Kurs beim Gerücht viel stärker reagiert wie bei der echten Zahl dann selbst. Und das sind einfach Dinge, die man einmal gehört haben muss, auch wenn man das Daytrading dann nicht weiter betreibt. Man macht ja sicher auch eine langfristige Geldanlage und es hilft einem in Summe doch einiges, ein bisschen ein Verständnis dafür zu haben. Wie gesagt, meine weiteren Ziele werden sein, dass ich im Daytrading mich weiter versuche, ein paar Bereiche erst einzeln herauspicke und die ein wenig vertiefe, aber eher in den längerfristigen Handel gehe, also nicht mehr im Minutenbereich herauskalpen, sondern wenn, dann eine Bewegung von ein paar Stunden mitnehmen, möglicherweise sogar Swing Trading über ein paar Tage, weil ich glaube, dass das mir persönlich vielleicht ein bisschen mehr liegt und ich auch nicht mehr ganz so viel Zeit verwenden muss, weil die 80 Euro plus sind ja für den Zeitaufwand, den ich jetzt die letzten 2 Monate hatte, überhaupt nichts. Also da wäre ich grob im Minus. Aber in Summe wünscht mir Glück. Ich hoffe, das Video hatte ein paar Punkte, die euch etwas gebracht haben. Und ansonsten einfach einen Kommentar unten, ein Like oder ein Abo, darüber würde ich mich freuen und bis zum nächsten Mal.